Titel meiner Botschaft lautet Der auferstandene Jesus. Text ist aus dem Johannesevangelium, Kapitel 20, die Verse 1 bis 31. Der Leitvers ist der Vers 17b. Wir möchten einmal diesen Leitvers gemeinsam lesen. Bitte. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Lass mich kurz beten. Lieber himmlischer Vater, hab vielen Dank, dass du von den Toten auferstanden bist und dass du die Macht des Todes und des Satans besiegt hast. Danke, dass du uns zu deinem Wort geführt hast. Schenke mir nun deinen Heiligen Geist, damit ich dein Wort, so wie es ist, klar und mutig verkündigen darf. Schenke uns offene Ohren und ein lernwilliges Herz für dein Wort. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Durch die letzte Lektion aus Lukas Kapitel 23 durften wir Jesu Gebet am Kreuz hören. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus ist der wahre König und unser Erretter, der unsere Sünden auf sich nahm. Aus seiner vergebenen Liebe für uns erniedrigte er sich völlig selbst und trug alle unsere schmachvolle Sünde am Kreuz. Im Tod Jesu zu unserer Erlösung können wir Hoffnung und Zuversicht für unser Leben und für das Leben der anderen Menschen finden. Lasst uns diese vergebende Liebe Jesu praktizieren, denen Sünde verloren gehenden Menschen das Evangelium mutig bezeugen und Gottes mächtige Veränderungsmacht an 1700 Unis in Deutschland und Europa erfahren. Im heutigen Text zeigt uns der Verfasser Johannes einige klare Beweise, dass Jesus wahrhaftig von den Toten auferstanden ist. Er zeigt uns zuerst das leere Grab, welches die Auferstehung Jesu bezeugt. Danach zeigt Johannes, wie der auferstandene Jesus als erstes der traurigen Maria, dann den furchtsamen Jüngern und zuletzt dem zweifelnden Thomas erschien. Als sie dem auferstandenen Christus begegneten, wurden all ihre Trauer, ihre Furcht und ihre Zweifel in himmlische Freude und Siegeszuversicht verwandelt. Wir lernen hier, wer Jesus ist und welche zentrale Bedeutung es hat, mit diesem Auferstehungsglauben zu leben. Möge Gott jedem von uns helfen, den auferstandenen Jesus neu ins Herz aufzunehmen, damit auch wir vom Heiligen Geist erfüllt als Zeugen der Auferstehung gebraucht werden können. Teil 1, das leere Grab, Verse 1 bis 18. Sehen wir uns einmal den Vers 1 an. Wir möchten diesen Vers gemeinsam lesen. Bitte. Am ersten Tag der Woche kommt Maria von Magdala früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weg war. Es war Sonntagmorgen, der erste Tag der Woche. Während es noch dunkel war, ging Maria von Magdala zum Grab. Während die anderen Evangelien uns berichten, dass zwei andere Frauen, nämlich Maria, Jesu Mutter und Salome, mit Maria von Magdala zum Grab gingen, beschränkt sich Johannes in seinem Evangelium darauf, das Geschehen nur aus der Sicht von Maria von Magdala zu berichten, die dem auferstandenen Jesus als Erste begegnete. Was für eine Frau war Maria von Magdala gewesen? Maria war in ihrem alten Leben von 7 bösen Geistern besessen gewesen. Aber Jesus sah sie mit den Augen der Liebe Gottes. Er umarmte sie mit dem jammernden Hirtenherzen, befreite sie von den bösen Geistern und schenkte ihr ein neues Leben und gab ihr eine neue Perspektive. So wurde sie zu einer treuen Jüngerin Jesu verändert, die Jesus und sein Jünger auf ihren Reisen begleitete. So begleitete sie auch Jesus von der Verspottung bis nach Golgatha und erlebte alle Ereignisse der Kreuzigung Jesu als Augenzeugin mit. Nachdem sie auch das Begräbnis von Jesu Leichnam genau beobachtet hatte, ging sie nach der Grablegung voller Schmerzen und Trauer nach Hause und weinte endlos. Am ersten Tag der Woche, als es noch dunkel war, ging sie dann zum Grab, um den Leichnam Jesu mit wohlriechendem Öl zu salben und so ihre Dankbarkeit für Jesus auszudrücken. Obwohl die Jünger weggelaufen waren, teilte sie das Leiden Jesu bis zum Ende. Gott machte solch eine treue Frau zur ersten Zeugin der Auferstehung Jesu.
Betrachten wir noch einmal den Vers 1. Als Maria zum Grab Jesu kam, sah sie etwas Unerwartetes. Der Stein war schon vom Eingang weggewälzt. Maria wurde durch diesen Anblick so schockiert, dass sie nicht einmal in das Grab hineinsah, sondern sofort davonlief. Sie dachte gar nicht daran, dass Jesus auferstanden sein könnte, sondern meinte, dass Grabräuber den Leichnam Jesu gestohlen hätten. Sie war zu traurig und von der Todesmacht überwältigt, als dass sie die frohe Botschaft des leeren Grabes begreifen konnte. Sehen wir uns die Verse 2 bis 4 an. Diese Verse möchten wir einmal gemeinsam lesen. Bitte. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen. Sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da ging Petrus und der andere Jünger hinaus und sie kamen zum Grab. Es liefen aber die zwei miteinander. Der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zum Grab. Als Petrus und Johannes gehört hatten, dass Jesu Leichnam verschwunden war, liefen sie sofort zum Grab. Petrus, der immer der Erste sein wollte, hatte dieses Mal das Rennen verloren. Doch Johannes war zu ängstlich, sodass er nur hineinschaute, anstatt hineinzugehen. Die Verse 6 und 7 sagen, da kam Simon Petrus ihm nach und ging in das Grab hinein und sieht die Leinentücher liegen, aber das Schweißtuch, das Jesus um das Haupt gebunden war, nicht bei den Leinentüchern liegen, sondern daneben, zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Petrus und Johannes gingen und sahen, dass das Grab Jesu leer war. Sie glaubten zwar, wie Maria gesagt hatte, an die Tatsache, dass der Leichnam nicht mehr im Grab war. Jedoch glaubten sie nicht daran, dass Jesus von den Toten tatsächlich auferstanden war. Obwohl sie die Beweise der Auferstehung Jesu gesehen hatten, blieben ihre geistlichen Augen weiterhin verschlossen. Sie konnten sich nicht mehr an die Worte Jesu erinnern, die er den Jüngern mehrmals vor seiner Gefangennahme und Kreuzigung gesagt hatte. In Vers 9 erfahren wir, dass ihr Problem darin bestand, dass sie nicht die Schrift verstanden und daran glaubten. Sie hielten vielmehr an ihren eigenen Lebensvorstellungen fest und hatten eine andere Erwartung von Jesus. Wenn sie an die Worte Jesu über den Weg des Leidens, des Todes und der Auferstehung des Christus geglaubt hätten, dann hätten sie erkannt, was das leere Grab und was auch Jesu Kreuzestod für sie bedeutet. Ihre Augen blieben aber blind, obwohl sie die besten Beweise vor ihren Augen sahen. Diese Begebenheit lehrt uns, wie wichtig es ist, an die Schrift zu glauben, Gottes Wort zu gehorchen und es in unserem Herzen festzuhalten. Nur so können wir die geistliche Realität von Jesu Auferstehung verstehen. Das leere Grab ist der klare Beweis, dass Jesus die Macht der Sünde und des Todes besiegt hat. Jesus ist von den Toten auferstanden. Er lebt. Dieses leere Grab ist auch ein Zeugnis unserer vollkommenen Erlösung. Jesus konnte nicht von der Macht des Todes festgehalten werden. Jesus ist der auferstandene Herr. Für uns persönlich bedeutet dies, dass der Tod der Menschen nicht das Ende ist, sondern dass wir alle mit Jesus auferstehen und in seinem herrlichen Reich gehen werden. Das leere Grab ist die froheste Botschaft für uns Menschen und bezeugt Jesu Sieg über die Macht der Sünde und des Todes. Statt den gekreuzigten Jesus zu suchen, dürfen wir an die Schrift und an Jesu Auferstehung glauben und das neue Leben mit dem auferstandenen Jesus führen. Betrachten wir nun den Vers 11. Diesen Vers möchten wir einmal gemeinsam lesen. Bitte. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab. Maria war wohl wieder mit den Jüngern zusammen zum Grab gekommen. Aber sie konnte nicht, wie die Jünger, einfach weggehen, sondern blieb draußen vor dem Grab und weinte. Obwohl Jesus längst auferstanden war und sie das leere Grab sah, weinte sie immer weiter. Als sie sich nun nach vorne beugte, um noch einmal in das Grab zu schauen, sah sie zwei Engel in weißen Gewändern da sitzen, wo Jesu Leichnam gewesen war.
Sie waren zwei Engel, die den herrlichen, auferstandenen Christus begleiteten. Wie Jesus seinen Jüngern wiederholt angekündigt hatte, war er nun tatsächlich von den Toten auferstanden. Aber was war mit Maria? Maria weinte immer weiter. Ihre Trauer und ihre fixierten Gedanken machten sie wirklich völlig blind für die wunderbare geistliche Realität, dass ihr Herr und Erlöser von den Toten auferstanden war. Darum fragten die Engel Maria: Frau, was weinst du? Sie sagte: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Dann drehte sie sich um und sah Jesus dort stehen. Aber sie erkannte Jesus nicht, weil sie ganz auf den toten Jesus fixiert war. Maria war völlig von der Todesmacht überwältigt und orientierungslos. Die Trauer und Todesmacht waren so mächtig, dass Maria trotz der Begegnung mit den zwei Engeln Gottes die Traurigkeit nicht überwinden konnte. Sehen wir einmal, was dann geschah. Lesen wir einmal dazu die Verse 15 und 16. Bitte. Spricht Jesus zu ihr: Frau, was meinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo du ihn hingelegt hast. Dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Meister. Maria erkannte Jesus erst, als er sie mit ihrem Namen ansprach. Maria. Als sie die Stimme ihres Hirten erkannte, merkte sie, dass sie nicht mit dem Gärtner, sondern mit dem auferstandenen Jesus sprach. Jesus war ihr guter Hirte, der seine Schafe bei ihrem Namen ruft und sie aus ihrer Finsternis zu seinem wunderbaren Licht führt. Durch diese Begebenheit können wir lernen, die Stimme unseres guten Hirten zu hören. Er ruft uns mit unserem Namen. Er kennt mich und dich, er kennt alle ganz genau und weiß, welche Schwächen wir haben. Ihm dürfen wir vertrauen und seiner Stimme hören. Sein Wort, seine Stimme öffnet uns die Augen für die Wahrheit. Hier dürfen wir uns selber fragen: Welche Stimme höre ich? In unserer Zeit gibt es viele verschiedene Quellen und unzählige Möglichkeiten, verschiedene Stimmen zu hören. Viele Menschen hören die Stimmen in der Welt, sodass sie niedergeschlagen sind und ein Leben in Trauer und unter der Todesmacht führen. Wir dürfen aber wissen, dass Jesus diese Macht der Sünde und des Todes besiegt hat und dass sein Wort uns die Augen öffnet. Apostel Paulus ist ein sehr gutes Beispiel. Er war einst ein ärgster Verfolger der christlichen Gemeinden, aber auch er hörte eines Tages Jesu Stimme. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es war Jesus, der ihn bei seinem Namen rief. Paulus wurde durch die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus um 180 Grad verändert. Er durfte Jesu Vergebungsgnade in seinem Leben erfahren. Von nun an lebte er dafür, den Namen Jesus groß zu machen. Er lebte mit dem Auferstehungsglauben, indem er sein Leben für die Ausbreitung des Evangeliums hingab. Er predigte letztendlich ohne Unterlass Gottes Wort trotz harter Verfolgung bis hin nach Rom und diente von ganzem Herzen dem Jüngererziehungswerk. Ein Knecht Gottes durfte insbesondere in schwierigen Zeiten Gottes Wort aus Philipper 1,21 hören und damit alle Traurigkeit trotz der Anfechtungen und Missverständnisse von außen überwinden. Das Wort „Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn" half ihm, an der Berufung und Hoffnung Gottes unter allen Umständen festzuhalten und noch fleißiger dem Jüngererziehungswerk zu dienen und sich für die Mobilisierung der nächsten Generation einzusetzen. Nachdem Maria den herrlich auferstandenen Jesus getroffen hatte, war sie so glücklich, dass sie Jesus vor lauter Freude am liebsten umarmen und ihn für immer festhalten wollte. Wie aber reagierte Jesus? Sehen wir uns einmal den Leitvers 17 an. Diesen Vers möchten wir gemeinsam lesen. Bitte. Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an,
denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Gehe aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Der auferstandene Jesus tröstete sie weder menschlich, noch ging er auf ihre überschwänglichen Gefühle an. Er wies sie zurecht, dass sie eine neue Beziehung zu dem auferstandenen Christus anknüpfen sollte. Maria erkannte bisher nicht, dass der auferstandene Christus nicht mehr nur ein Hirte oder ein Lehrer für sie war, sondern der König der Könige und der Herr der Herren und der Richter über die Lebenden und die Toten. Noch wollte sie sich wie früher an ihn hängen, bei ihm bleiben und so viel Zeit wie möglich mit ihm verbringen. Aber Jesus wusste, dass Maria eine klare Mission brauchte. Deshalb sagte Jesus zu ihr, geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Der auferstandene Christus gab Maria eine heilige Mission, als Zeugin der Auferstehung Jesu, dem Heilswerk Gottes von ganzem Herzen zu dienen. Maria von Magdala, die den auferstandenen Jesus traf, ging zu den Jüngern und bezeugte voller Freude die Auferstehung Jesu. Seht, meine lieben Brüder, ich habe den Herrn gesehen. Jesus ist von den Toten auferstanden. Jesu Sieg am Kreuz ist auch unser Sieg. Und Gottes Reich ist auch unser Reich. Denn wir sind Miterben des Reiches Gottes geworden. Er möchte nicht, dass wir in Angst und Trauer niedergeschlagen leben und uns in negativen Gedanken verlieren. Er wünscht sich vielmehr, dass wir mit Freude der Mission Gottes dienen und die frohe Botschaft des Evangeliums als seine Zeugen mutig verkündigen. Es gibt keinerlei Gründe, weshalb die Menschen weiter unter der Macht des Todes leben sollten. Jesus ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben und er hat den Tod und die Sünde ein für allemal besiegt. Möge Gott uns insbesondere in dieser Osterzeit helfen, dem auferstandenen Herrn ganz neu zu begegnen und diesen Auferstehungsglauben zu erneuern. Wir dürfen allezeit wissen und mit unseren Augen selber sehen, dass das Grab Jesu leer ist. Der Stein ist weggerollt und der auferstandene Jesus lebt und geht mit uns.